Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Minecraft The Complex. Und ich möchte gleich zu Anfang der Folge etwas Bescheid geben, und zwar, das wird die letzte Folge The Complex sein. Denn es ist tatsächlich so gedacht, dass man hier alle Räume sich anschauen kann und dann die Map ausmacht, weil es gibt tatsächlich nicht wirklich ein Ziel, was man verfolgen kann. Also man kann schon ein Ziel verfolgen, aber das ergibt halt keinen Sinn, weil es kein Ziel im eigentlichen Sinne hier gibt. Okay, das schaut creepy aus. Ich gehe erstmal hierher. Das schaut zwar auch, ja, wobei, das schaut gar nicht creepy aus. Das schaut irgendwie cool aus hier mit dem... Oh Gott. Ich werde ersaufen. Fast. Nee, doch nicht. Oh, hier ist das S. Okay. Dann gehen wir ja nochmal runter. Was gibt's denn hier unten? Hier ist ein normaler Raum. Hier ist das... Oh! Oh nein! Okay, den Raum kenne ich auch noch nicht. Oh. Hä? Sekunde. Erstmal futtern. Und jetzt Skelette töten. Oh shit. Gut, dass ich eine Rüstung anhabe und dass die ein bisschen dämlich sind. Und dass die, glaube ich, nicht mehr unendlich nachspawnen. Ich weiß zwar nicht, ob die jemals unendlich nachgespawnt sind, aber jetzt tun sie es gerade nicht. Hey, wolltest du gerade da hoch abhauen? Oh. Weh. Der tötet mich jetzt. Miese kleine Wichser. Sekunde. Erstmal stark machen, kurz heilen. Und jetzt. So. Sehr gut. Da oben war jetzt diese bunte Röhre, oder? Ja. Hier war also das, wo die Skelette spawnen. Genau. Da sollte man dann nicht öfter auf die Platte drauf treten, weil sonst spawnen richtig viele Skelette. Da haben wir aber doch nochmal ein paar geile Neuerungen hier erfahren. Ah, den Raum kennen wir schon. Wir sind noch nie da lang gegangen. Und hier... Hier ist auch so ein Scheißding. Das heißt, hier ist ein Eckraum. Ja. Halt's die Fresse. Ich habe jetzt übrigens fast gar nicht auf meine Gesundheit geschaut, also... Wäre ich jetzt verreckt, wäre das sehr peinlich gewesen. Also, sehr, sehr peinlich. Aber erstmal... Hier, genau, hier war dieser eine komische Gang. Ah, hier waren wir noch gar nicht. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Wendung der Tatsachen. Hier ist quasi ein normaler Raum, nur dass hier ein bisschen eckig verbaut wurde. Okay. Okay, hier gibt es nichts Interessantes. Hier gibt es auch nichts Interessantes. Gehen wir erstmal hier lang. Das kennen wir schon. Also nur weil wir es kennen, heißt es nicht, dass es da nicht... Oh. Another way around, my apologies. Ja, aber ich glaube, man findet da keinen way around, weil das das Eck ist. Wobei, vielleicht doch. Auto-Shutdown. Control Room flooded. Okay. Control Room. Oh, hier waren wir schon. Und hier war, glaube ich, auch... Sorry oder so. Ach, nee. Hier sind irgendwo ganz viele Monster. Ich bin mir ziemlich sicher, der auch... Hier sollte ich nicht runtergehen, weil ich dann immer hochkomme. Sondern das Stockwerk wechseln. Das ist natürlich für'n Arsch. Okay, das glaube ich funktioniert gar nicht. Das Einzige, was ich jetzt tun kann, ist einen Raum in die Richtung zu gehen, wo ich gerade hinschaue. Und dort dann runter. Genau.
Na, jetzt komm schon. Genau. Jetzt sind wir hier. Ich möchte jetzt zurück zu diesem Flatterraum. Der war, glaube ich, da. Genau. Weil hier nach oben sind wir, glaube ich, noch nie gegangen. Und hier hört es sich so an, als wären hier 100 Monster. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu diesen 100 Monstern hin muss. Irgendwann. Früher oder später. Vielleicht eher früher als später. Ich höre hier ständig irgendwelche scheiß Wix-Zombies. Oh, hier war der Raum, genau. Okay, nee, dann waren wir hier doch schon. Schade. Sehr schade. Hier waren wir auch schon. Ja. Gut, das ist irgendwo bei. Hier runter vielleicht. Ich glaube, ich bringt aber gerade auch nichts. Oh. Ja, im wahrsten Sinne, oh. Oh, hier war der Flatterraum, okay. Das heißt, wir sind jetzt quasi einmal komplett im Kreis gelaufen. Oh, hier war der Spender mit dem Ding drinnen. Wann sind wir hier schon hochgegangen? Ich weiß, wir haben hier den Knopf schon abgeschossen. Ja, jetzt ist schon was passiert. Auch wenn der Pfeil, glaube ich, da ein bisschen einen Bug hat. Ich glaube, die Map hat hier in so in der Weise kleinen Bug. Ah ja, genau, hier war das ja, dass es hier in der Ecke, glaube ich, eine Kiste gab oder so. Nicht sterben, bitte. Ich würde jetzt gerne, also wirklich sehr gerne, nicht da lang gehen, sondern den ersten Anfangsraum finden, damit ich dort die Folge beenden kann. Wäre das nicht irgendwie nice? Oh! Warum? Keine Ahnung warum. Oh ja, hier war das. Ah. Geh ich doch mal da. Ah, sehr gut. Wenn man den einen Jump schafft, ist man quasi schon safe. Okay, hier waren wir auch mehrmals. Hier kommt man nicht hoch und nicht runter. Ich will es wirklich noch gerne. Ah ja, genau, dieses so eine Kiste. Ach doch, so Kisten kann man aufmachen, wenn ein Zaun drüber ist. Hier geht es auch nicht weiter hoch. Wir sind, glaube ich, auf der höchsten uns zur Verfügung stehenden Ebene. Come back next week. Ja. Apologies. Irgendwo war hier auf der Ebene, aber glaube ich. Wobei, nee, der war nicht auf der höchsten Ebene. War der nicht auf der unter- oder auf der mittleren Ebene? Der eine Raum, wo wir angefangen haben. Ich würde jetzt wirklich nur mal gern den finden. Ich glaube, der war hier in der Nähe von dem Eisding. Empty, my bad. Ja, genau, das haben wir auch schon. Ja, wir haben... Das hier waren wir auch schon. Das sah seltsam aus, das weiß ich noch. Aber das war auf jeden Fall... Why? Why? Just because. Okay, das ist ein richtig geschissener Pun. Eine richtig geschissene kleine Arschgeige. Moment, hier waren wir doch gerade schon. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Gut, dann geht's noch ein Stockwerk. Wie sind wir gerade ein Stockwerk nach oben gekommen? Moment, hier waren wir auch gerade. Sekunde. Langsam will mich das hier verarschen. Ich will den Anfangsraum finden. Das war nicht der Anfangsraum, aber... Aber immerhin ist es ein Raum. Genau, das hier war der Anfangsraum. Ganz genau. Gut, da kommt jetzt wieder dieser Text. Ja, wenn du hier stirbst, dann ja. Gut, dann würde ich sagen mit... Obwohl, gut, die Folge ist zwar jetzt erst 10 Minuten lang, aber... Wir haben noch nicht einmal alle Äpfel verbraucht. So, legen wir die zurück für den Nächsten, der sein Glück probieren will. Warum haben wir eigentlich 2 Bögen? Warum haben wir 3 Bögen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns morgen bei einer anderen Adventure Map. Ich bin mir nicht sicher, was...
Oh, hier war der, genau. Hahaha, sehr nice. Auf jeden Fall, ich bin mir. Sekunde, lass mal kurz denken. Wir hatten doch diesen einen Raum, wo wir Creeper, Zombie, Skelett, Wither Skelett umstellen konnten. Und ich glaube, wir hatten es auf Creeper gestellt. Heißt das, wenn ich da jetzt auf Wither Skeletten in dem einen Raum da drücken würde, hier den Wither Skeletten rauskommen würden? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und zwar bei einer anderen Adventure Map. Ja, ich weiß noch nicht welche. Vorschläge sind natürlich immer gerne willkommen. Wir sehen uns. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.